Ja, ich bin gerade so durch den Nether gelaufen. Na gut, was heißt gelaufen? Ich habe mich hier durchgegraben und ich habe was ganz Komisches gefunden. Das hier. Und hier hinten ist noch mehr. Ja, das leckt wie immer im Nether. Hier hinten ist doch mehr. Ich frage mich, was das ist. Kann man das irgendwie abbauen oder so? Geht das so? Und da kommt ja was raus. Was ist denn das? Das sieht aus wie, irgendwelche. Irgendwie aus wie ein Kinderbett, oder? Ja, ihr wisst schon bestimmt, bevor ich hier weiter dumm rumquatsche, es ist wieder Snapshot-Time und habe mir den neuesten Snapshot geholt, welcher auch, oder jedenfalls die Inhalte, werden Bestandteil zum bald kommenden, denke ich mal bald kommen, könnte vielleicht nur 2, 3 Monate dauern, Update zu Minecraft 1.5. Und bevor ich fragt, was ist, es ist Nether Quartz, also Quarz irgendwie. Und zurzeit gibt es nur, ich glaube, 4 Nutzungen irgendwie damit. Ich weiß nicht direkt. Also ich habe mir jetzt ein neues Snapshot-Video, ups, von Doc M angeschaut. Sehr, sehr interessant. Also ich war wirklich, wirklich so froh, so fröhlich gestern Abend, war dann aber auch schon so ein bisschen traurig, dass ich das jetzt nicht gestern Abend schon ausprobieren konnte, aber ja, es ist wirklich soweit. Ein neuestes Snapshot ist raus. Der berühmt-berüchtigte Minecraft-Update von Minecraft. Nee, Redstone-Update, so, das meinte ich. Und ja, also einfach nur endgeil. Also ich bin wirklich froh, dass man wenigstens schon so ein Snapshot hat. Und ja, also ich freue mich wirklich. Ja, ich würde mal vorschlagen, wir probieren mal so die neuen Dinge aus und machen hier so ein bisschen Snapshot-Runde. Ich muss mir da ein bisschen was notieren, wie man die craftet und wie das so grob funktioniert. Und dann zeige ich euch mal, ups, bei so einem heftigen Gelegge, was wir so mit dem neuen Nether Quartz machen können. Tada! So, da fangen wir einfach mal an mit einer kleinen Snapshot-Analyse. Let's Play wollte ich heute oder werde ich heute nicht zusammenkriegen. Ich habe jetzt nicht sonderlich so viel gebaut, nur mal so kurzer Einblick, deswegen auch hier oben. Hier habe ich auch am meisten Platz zum Erklären. Irgendwie ist die Framerate unten, aber ja, na, was soll's. Ist noch im angenehmen Bereich. Gut, wir fangen einfach mal an. Ich beginne mit dem coolsten. Das wird so gebaut. Ihr könnt raten, was da rauskommt. Ja, was ist das? Ist das nun eine Art Kuchen oder ja, was ist es denn? Ein Daylight-Sensor. Also einfach nur krass. Minecraft, willkommen in der Zukunft. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das Ding funktioniert hier im Untergrund. Setzen es einfach mal hin. Und das ist der Light-Sensor. Dieser detektet dann Licht. Ja, das sehen wir hier nicht. Und gibt dann eine bestimmte, wie soll man sagen, ich kann es ja mal liegen lassen, vielleicht kommt es ja durch irgendwie, aber ich glaube eher nicht. Und gibt dann eine bestimmte Energie ab. Also im neuen Redstone-Update, sage ich jetzt mal, ist auch die Energiestärke abhängig. Also damit ist gemeint, wenn ich jetzt ein ganz schwaches Signal habe, welches dann nur ein, zwei Block weit geht, das geht dann auch nicht weiter, egal ob das ein Signal ist oder nicht. Also ihr werdet es dann schon sehen. Ich habe dann noch was Cooles euch zu zeigen. Und ich schlage vor, wir gehen dann mal den Daylight-Sensor draußen ausprobieren. Ups, ging ja schnell. Und dann werden wir unsere Freude damit haben. So, außerdem haben wir noch, ich probiere es jetzt mal das erste Mal. Ja, einen Redstone-Block. Block of Redstone ist eigentlich ganz cool. Eignet sich auch so ja, wie soll man sagen, zum Verschönern irgendwie. Das ist so eine schöne roter Touch, so als Kontrast zu Emerald-Blöcken. Emerald-Blöcken. Und diese sind bewegbare Redstone-Torches. Also die erfüllen genau den gleichen Zweck, nur dass ich diese bewegen kann. Es gibt da zwar noch kleine Bugs. Ich glaube, ich probiere das mal so. Seht ihr, sie dienen quasi als Fackeln,
Also sozusagen hier ist Energie drin und da deswegen sind diese Fackeln aus. Es gibt auch irgendwie einen Bug, dass ich das wegkloppen kann. Nee, hier geht das nicht. Ich glaube, das ist nur ein Creative. Irgendwie sind dann sozusagen die Fackeln hängen dann in der Luft und dann könnte man noch in die Mitte wieder eine Redstone-Fackel-Torch hinsetzen. So, wir haben außerdem, jetzt muss ich ja schon fast abhaken hier, genau, einen Comparator. Ich zeige euch, wie man es craftet, kann es euch leider aber nicht so erklären, was, oder noch nicht erklären, was man damit anfangen kann. Es sieht aus wie ein Piston, hat auch die gleiche Dimension, verfolgt aber andere Zwecke. Ich kann nur testen. Also mal schauen. Ich setze hier Energie rein. So, dann kommt natürlich hier was raus. Aber sobald ich irgendwie hier noch was reinsetze. Ne, das ist genau zwei. Ah, genau. Ein Vergleicher. Der vergleicht. Kann man die irgendwie verschieben oder so? Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt das hier hinsetze, dann geht das Ding aus. Weil das Ding länger ist. Aber warum geht das Ding jetzt aus? Bleibt das Ding an? Da geht das Ding aus. Also da muss ich mich noch damit so ein bisschen beschäftigen, wie das Ding funktioniert so richtig. Also scheinbar kann man das irgendwie auch locken, also sozusagen abschließen, diese Symbole hier. Ich habe gerade keinen Piston dabei. Kann ich einen craften? Ja, ich kann eigentlich einen craften. Mach ich mal schnell einen. Nee, ich brauche noch Fackeln. Und ja, da kann ich euch ja gleich mal was zeigen, was auch noch neu ist. Also, ja, so. Und zwar kann man jetzt Items ziehen. Genau, das ist so richtig geil. Also, das ist irgendwie schön, muss ich sagen. Oh, ich habe noch was. Ah, ne, die habe ich gut. Zum Beispiel kann ich jetzt das so machen. Also ihr haltet einfach eure rechte Maustaste gedrückt. Das könnt ihr auch hier drin machen. Ja? Haltet eure rechte Maustaste gedrückt und dann zieht ihr einfach durch. Und wenn ihr Doppelklick macht, dann sammelt ihr die ganzen Items auf. Also ich kann hier sozusagen einen Ofen machen, sammelt das wieder auf. Da kann ich meinetwegen eine Workbench machen, sammelt das auf oder meinetwegen Schienen, dann mache ich hier schnell hin und so. Also als Beispiel. Also ist wirklich ganz cool. Und ihr könnt es dann auch. Ja, irgendwie, wenn ihr das so. Irgendwie könnte man das dann perfekt aufteilen. Ups. Nee, so war das nicht. Ah, das ist so ein bisschen buggy noch. Ja, ich probier's mal noch. Nee. Nee, so ging's nicht. Also, es ist jedenfalls möglich. Ich weiß aber nicht gerade, wie das geht. Wenn man jetzt nur sozusagen ein Anfangsrezept hat. Meinetwegen so, und ich habe jetzt hier noch einen Stack Cobble, dann brauche ich einfach nur noch eine Kombination. Ich hab die gerade vergessen, muss ich sagen. Dann tut's dann diesen Stack Cobble gleichmäßig auf diese hier verteilen. Beispielsweise, oder hier das Glas. Und ja. Gut, den Pist, den Dispenser wollten wir reinhauen. Mal schauen. Einfach so hier schnell. Kann man ihn schließen? Nee, ich habe mal nicht zu schließen zu können. Irgendwie ist es abhängig von. Von irgendwas ist abhängig. Comparator. Irgendwas vergleichen. Also es scheint er wirklich zu vergleichen, welches Signal am stärksten ist. Und dementsprechend reagiert er dann. Wenn ich das Ding jetzt ausmache, dann passiert nichts. Achso, wenn das Ding seitlich. Okay. Also sozusagen das stärkere Signal schließt es ab. Wenn es jetzt aber schwächer ist, dann passiert nichts. Schauen wir mal nach. Wir haben jetzt nur einen Block hier. Machen das drauf. Dann schließt es das ab. Wenn es aber stärker ist, was passiert dann? Oder gleich? Dann passiert nichts. Nein, stärker und gleich, da passiert nichts. Ah, das ist schon so eine krasse Sache. Man muss sich wieder komplett neu reinfinden hier in die ganze Sache.
Und ja, bevor wir hier noch weiter rumprobieren, ich hake mal schnell ab. Comparator haben wir gemacht. Und ja, wenn wir jetzt mal bei Redstone sind, zeige ich euch was Cooles. Ah, ich bereite es mal vor. So, schön vorbereitet. Vielleicht eine Minute war das. Ihr seht, zwei Kisten direkt nebeneinander. Man kann sie beide öffnen und ja, was haben wir denn hier anders? Nix, also sie sehen genau identisch aus. Es gibt nur ein kleiner Unterschied. Merkt euch hier die Seite. Und hier. Finde den Fehler. Oh, jetzt muss ich ihn umändern. Wie kann ich das noch? So, finde den Unterschied. Na, seht ihr den? Seht ihr ihn? Ja, der hier drüben ist irgendwie so ein bisschen rötlicher. Hier ist auch so ein roter Rand. Und diese Kiste ist eine Trapped Chest. Die ist anders als, oder sozusagen ist eine andere Entity als die normale Chest. Und diese Trapped Chest, zum einen den Vorteil, sie ist eigentlich eine ganz normale Kiste, nur mit einem kleinen Vorteil. Wenn ich jetzt... Ich habe jetzt hier ein Signal, also Redstone liegen. Und wenn ich die Kiste öffne, vielleicht sieht man das hier. Ja, ist ganz schwach. Ah ja, ihr habt es doch bestimmt gesehen. Hier dieser Block. Der leuchtet. Genau hier. Es dampft. Und ja, das ist ein ganz schwaches Signal. Man kann es natürlich verstärken. Und dann kann man das irgendwie für Fallen benutzen oder so eine Art Detektoren. Also ich öffne die mal und die Lampe geht an, genau. So. Und bei der Kiste ist natürlich nicht. Seht. Also ich mache das mal auf hier. Da ist nichts. Also passiert doch nichts. Ich kann es ja hier mal verbinden. Ja, bringt ja nichts. Wenn ich jetzt hier. Also die alte Kiste ist, na, ist die alte Kiste geblieben. Ups. So, die Lampe ist auch nicht angegangen. Aber da das ja schon zwei unterschiedliche Entities an sich sind, aber im Prinzip genau den gleichen Zweck verfolgen, können wir jetzt unser Lagersystem verdoppeln. Logisch gesagt, können wir das Ding jetzt verdoppeln und müssen es nicht mehr so schräg haben und relativ Platz un, also richtig Platz verbrauchen. Das ist eigentlich so ganz cool. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Was machen wir jetzt? Ah, genau. Wir haben jetzt wieder zwei verschiedene Pressure Plates, zwei neue Pressure Plates. Zum einen die Weighted Pressure Plate Light, eine Light Pressure Plate, und zum anderen eine Heavy Pressure Plate. Und das sind sozusagen Entity-zählende Pressure Plates. Also, wenn ich drauf trete, passiert nichts. Habe ich auch gerade erfahren. Jetzt. Wenn ich drauf trete, passiert nichts. Diese zählen nur Entities. Ich weiß nicht, ob Tiere, ich glaube nicht, das sind ja auch Mobs. Und der Unterschied zwischen dem Heavy und dem Light sind einfach nur, ab wie viel Entities ein Signal kommt. Und hier ist es dann auch nicht mehr so, dass wenn ein Entity beispielsweise drauffällt, ein Objekt, dass es Vollspeed-Signal hat, sondern es immer so schrittweise ist. Also wir haben jetzt eine 46, hauen wir mal einen drauf, genau, jetzt ist es aktiv, aber nur eins. Jetzt habe ich es wieder weggenommen, das wollte ich eigentlich nicht. So, jetzt machen wir mal 2, 3, 4, 5, 6. Genau, bei 6 ist es zum Beispiel 2 stark. Ich guck mal, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, genau, 9. Also immer bei 3 Entities, 9. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, immer so ein Dreierschritt. Die Heavy Pressure Plate ist da ein bisschen anders. Die braucht ein bisschen mehr Entities, bis sie erweitert. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ich glaube, bei 44 ist Schluss, glaube ich. 42, 43, 44. Ja, genau, beim 44. gibt es dann ein stärkeres Signal. So. Und das ist an sich ganz cool, weil man damit, habe ich jetzt heute auch ein Video gesehen, intelligente Dispenser bauen könnte. Also ich könnte Dispenser-Stationen bauen, wo eine genaue Menge an Items hinauskommt. Zum Beispiel genau 10 Karotten oder genau ein Stack Stein oder so. Also ich könnte damit wirklich, wirklich coole Ausgabestationen machen. Und dafür ist das dann recht günstig. Was man noch damit machen könnte, das müssen wir ausprobieren. Aber trotzdem, das ist schon cool. So, das hake ich jetzt mal ab. Und mein wirklich allerliebstes, neuestes Objekt ist der Hopper. Also jetzt kein Hopper im Sinne von Hip-Hopper, der Hip-Hop hört, sondern ein Hopper. Das Problem ist, wir haben noch kein Icon. Also das ist Work in Progress, also noch in Arbeit. Und das sind ganz komische Dinger. Ich mache euch mal hier einen hin. Sieht aus wie ein Anvil, also so eine Mischung aus Anvil und diese... Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Diese Wannen. Wie nennt man diese nochmal? Cauldron, genau. Ich kann sogar hier reingehen. Und jedenfalls, wenn ihr Feed the Beast oder ich weiß nicht, ob es ein Tekken drin ist, da gibt es ebenso auch solche ähnlichen Objekte. Das sind einfach gesagt Trichter. Und ihr seht, wenn ich jetzt rechts klicke, habe ich hier so ein 5 großes Inventar. Hier kann ich Dinge reintun. Und ich demonstriere euch das mal. Ich weiß nicht, mit was man das abbaut. Ah, okay. Mit der Axt ging es wohl schneller. Egal. Ich habe hier meine Kiste und dann habe ich hier oben einen VIP, einen Hopper. Und ne, das wollten wir nicht. Genau, hier ist es nämlich auch wichtig, wo es hin zeigt. Ihr habt gerade gesehen, es hat gegen die Wand gezeigt, also das ist auch noch variabel. Ich setze es mal hier auf die Kiste. Hinweis, Shift-Klick und dann könnt ihr was drauf machen. Beispielsweise eine Torch. Ne, das geht nicht. Oder hier halt den Hopper. Nochmal. So, einfach nur sneaken und dann könnt ihr was draufsetzen. Jedenfalls, das dient dazu, dieser Trichter dient dazu, Items aufzusammeln und diese dann in einem beliebigen Punkt, sei es eine Kiste oder ein Chest Minecart, Storage Minecart, ihr könnt dann hier Sachen drin sortieren. Ich hau jetzt mal den Stack Netherrack hier rein. Ich mache das von hier. Den kann man reinsetzen und der wird nach und nach sozusagen fließt es in dem Sinne hindurch und es wird so nach und nach in die Kiste transportiert. Das Coole ist ja, ich kann das jetzt auch von hier oben machen. Also ich kann sozusagen etwas reinhauen. Genau, es wurde aufgesogen und ihr seht, es ist hier drinne. Was ist denn das für ein Bug? Das ist ein Bug. Jedenfalls, Netherrack ist hier drin, wird aufgesogen, wurde aufgesogen hier oben von den Items und es sind sozusagen drin, ich kann sie nicht aufnehmen. Ihr seht, ich habe nur meine 5 hier oben und ich kann sie nicht aufnehmen. Die sind dann hier fest drinne und sozusagen trichtern die Items, egal welche es sind, in diese Kisten rein. Und ich glaube, ich habe gerade einen Duplikationsbug entdeckt. Irgendwie habe ich jetzt doppelt so viel Netherrack. Ich probiere es dann gleich nochmal. Ja, schauen wir mal nach. Irgendwie Duplikationsbug. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nur so wenig hatte. Hm. Nehmen wir ihn mal. Und jetzt probiere ich es nochmal. Das war cool. Das muss ich dann gleich mal posten. Irgendwo. So. Raus damit. Ah, das ist das Problem. Es muss perfekt getroffen werden. Ich mach's jetzt mal so. So, genau. Es ist aufgesogen. Oh! Was ist denn das? Ja, das ist wirklich ein Bug. Scheinbar, wenn ich irgendwie ganze Stacks reintue, verdoppelt das oder sogar mehr. Ich glaube, ja, das wollen wir eigentlich nicht so. Aber wie gesagt, das ist nur ein Snapshot. Ich bin froh, dass ich mal einen Bug gefunden habe, ohne dass ich es vorher irgendwie mal gesehen habe. Muss ich gleich mal posten.
Ja, bevor ich es vergesse, ich wollte gerade mein Video rendern. Ich habe vergessen, euch zu zeigen, oder noch zwei neue Dinge zu zeigen. Und zwar, ihr seht's, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Netherrack zu brennen, um daraus Netherbrick zu machen. Und das könnt ihr dann einfach nur stinknormal zusammensetzen. So. Stinknormal Netherbrick. Und ja, es ist eigentlich wirklich ganz cool. Wir können jetzt endlich mit dem ganzen Scheiß Netherrack, was wir so über die Jahre hier sammeln, schon genug hier, durchs ganze Hacken, ich habe nur an anderen Stellen Haufen, einen Nutzen daraus ziehen. Also das ist wirklich genial. Und ja, gehen wir nochmal nach oben. Ich habe ja erwähnt, habe erwähnt, gleich am Anfang des Snapshot-Tests, na gut, nicht ganz am Anfang der Testreihe, sagen wir es mal so, dass wir... Ich sollte weniger L sagen. Ist mir auch vorhin aufgefallen beim kurz vorm Rendern, beim Bearbeiten. Wir haben hier jetzt einen Daylight-Sensor, welcher, je nachdem wie die Tageszeit ist, es ist beim Mittag, Energie abgibt. Ich weiß gerade nicht, wie viel Block. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Blocks sind das jetzt. Vielleicht erweitert sich das ja. Wir werden jetzt 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ich glaube, das erweitert sich jetzt nicht mehr, oder? Hier sind 3 zum Schluss. Machen wir einen kleinen Hinweis hier. Das erweitert sich sogar. Also es scheint so, dass... ihr seht, es hat sich gerade erweitert. Ich habe den gerade hingesetzt. Dass zur Mittagszeit am meisten Energie kommt, also so ähnlich wie ein Solaranlage, eine Solaranlage, und zur Mittagszeit haben wir sozusagen die meiste Energie. Ich glaube jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vielleicht kriegen wir noch 14 hin. Und wenn es dann Nacht wird, wenn die Sonne dann untergeht, geht die Energie kontinuierlich nach unten, und wir sind dann, wenn es Nacht ist, wenn die Sonne komplett untergegangen ist, bei Null. Ja, das wollte ich noch mit reinschieben. Und ja, das wär's. Ich hätte alles abgehakt. Natürlich würde ich jetzt noch nicht empfehlen, diesen Snapshot zu spielen. Ich werde ihn aber spielen jetzt schon auf dieser Map. Ich mache natürlich täglich Backups. Und es gibt zwar einen Bug, einen World Generation Bug, der es irgendwie so macht, so komisch macht, Hilfe, dass, wo ist denn der? Dass jetzt in der Welt bestimmte Streifen, so Landschaften entstehen, wo wirklich keine Bäume sind, also so richtige weite Streifen. Wo bist du denn? Weite Streifen in der Landschaft, keine Bäume und nichts. Und erst ab einer bestimmten Höhe ist dann Wuchs, sag ich mal so. Aber mich soll das hier nicht stören, da ich ja sowieso nicht so weit weggehe, dass es eine neue Welt generiert. Und wenn, ja, gut, aber es ist nicht tödlich für die Map oder so. Aber ich bin froh, dass ich mit... Oder ich möchte wirklich einer mit der ersten sein, die jetzt mit 1.5 vertraut kommen. Ich werde jetzt mein Storage ändern. Ich glaube, ich mache jetzt gleich mal ein Tutorial. Dafür habe ich Zeit und auch Lust. Und ja, ich hoffe, euch hat so diese kleine Snapshot-Info-Videorunde gefallen. Und ja, Snapshot-Time. Vielleicht nenne ich das auch so. Egal. Nee, brauche ich nicht machen. Ist nicht wert für eine Serie. Und wir sehen uns in einem nächsten Video von mir. Ja, ich bin's, Honey007. Und ich sage einfach mal Tschüssi.